Ja, hallo und willkommen zurück hier bei Tormented Souls. So, ja, beim letzten Mal hatte ich mich ja so ein bisschen, ja, was heißt gesträubt, ne? Wir waren halt durch, aber ich musste den Part halt schneiden und deswegen, hoffen wir erstmal, dass das letzte Mal war, ne? Also, dass ich hier jetzt nicht irgendwie ständig Spielabbruch habe oder so, ne? Okay, wir sind im alten Flügel, haben uns aber den Bereich zum Keller unten eröffnet. So, und dahin müssen wir jetzt natürlich dann auch wieder zurückgehen. Und am besten, ja, wir sind ja hier eigentlich genau richtig, ne, durch die Haupthalle. In der Haupthalle. Dumm. Ja, den Strom konnten wir hier halt wieder anschalten. Gehen wir mal hier runter. Ich hätte ja Keller West Flügel geschrieben. So Keller West hört sich irgendwie so ein bisschen, ne, nach Übersetzungsfehler an, finde ich. Unsere halben Hosen, die liegen hier noch, ne? Und da haben wir hier unten ja schon gesehen, den Operationssaal, wo hier, ja, ne, die halben Leute eben so rumlagen irgendwie. Und ich glaube, da müssen wir auch gleich hin zurück. Ich wollte nur einmal nochmal hier kurz in die Richtung latschen. Ne, jetzt können wir ja wieder hier durch. Ich kann sagen, war ich hier schon gucken? Fall nicht. Das ist gerade irgendwie schwierig schon wieder einzuschätzen. Beziehungsweise ich habe die Orientierung, also die ist weg. Das bisschen, was wir hatten, ist weg. An den erinnere ich mich allerdings noch, an den kleinen Tunichgut hier. So, hier war das Klo. Boah, ich habe immer die Orientierung noch nicht drin, ne? Also nur falls ihr euch fragt, ne? Es ist derselbe Tag für mich zumindest, seit ich den letzten Part aufgenommen hatte. Ich hatte zwischendurch dann halt, ja, das Video geschnitten, nochmal zusammengefügt und so weiter. Ne, aber die Orientierung hier, ne? Die ist weg. Ah, Moment. Informationen, die sind ja auch nicht ohne. Ne, brauchen wir ja. Winter Lake Hospital am 6.6.1916. Dr. Rick Pelletier. Bei ihrer Zwillingsgeburt gebar Mary Ann Morissette erfolgreich ihr erstes Baby Noah. Unglücklicherweise verstarb der andere Zwilling. Methusael, was? Ne, bei solchen Namen, da hört es dann auf mit dem flüssigen Lesen. Ne, kurz nach dem Durchtrennen der Nabelschnur. Aktuell sind die Gründe für seinen überraschenden Tod unbekannt. Wir hoffen, durch eine Autopsie einige Antworten zu finden. Auch hier haben wir noch. Ah, wunderbar. Morphin. Ne, wenn wir mal so drüber nachdenken, ne, ich meine, hier ist ja jetzt nicht irgendwie Tageswechsel oder so an der Tagesordnung. Das heißt, wir sind in der Wanne wach geworden und seitdem seit vielen, vielen Stunden hier eigentlich unterwegs. Ne, und in der Zeit haben wir uns schon diverse Morphindosen reingehauen. Ich gehe jetzt, also nur falls ihr euch wundert, ich bin hier gerade so ein bisschen auf Erkundungstour eigentlich nur. Ich wundere mich, dass hier wirklich eine Perspektive für die Kamera gewählt wurde, weil man kann ja sonst nirgendwo hin, also eigentlich hätte man das Ding hier zumachen müssen. Ich wollte halt nur nochmal sicherstellen, dass wir hier nichts vergessen haben, was irgendwie wichtig wäre. Gut.
auch interessant. Ist ja ein Schaltschrank, ne, für Starkstrom. Ne, der ist erschreckend leer. Und ich wollte jetzt eigentlich nochmal zurück. Glaube tatsächlich in die Leichenhalle. Ne, und gleichzeitig stehe ich aber auch. Oh, Moment. Müll! Müllhaufen, fürchterlich, genau. Stehe allerdings auch so ein bisschen auf dem Schlauch. Was wir jetzt als nächstes irgendwie tun könnten sollten. So, hier geht's nochmal nach oben. Doch, das wollte ich mir nochmal aufheben. Da geht's dann wieder raus. Genau hierhin wollte ich zurück. Weitere Tür. Die auch offen ist. Experimentierraum. Jetzt ist doch mal. Uiuiui. In erster Linie hoffe ich ja immer erstmal bei solchen Räumen, dass wir nicht sofort und unmittelbar angegriffen werden. Vorsicht. Ja, aber ich will mir die Morphindosis nicht jetzt schon reindrücken. Und das ist auch immer so eine Sache. Ich weiß ja, dass hier auch große Gegner rumrennen. Das haben wir ja immerhin schon mal einmal gehabt. Ne, jetzt. Ja, ihr seid aber auch, ne, weiß ich nicht. Ach komm, wir haben gerade so viele Nägel, dann nehmen wir den mal. Ja, allerdings, wo ist er? Wenn wir zu lange hier im Dunkeln stehen, dann werden wir irre. Und sie zielt auch noch nicht in die Richtung. Kronleuchte in der Hand. Es scheint, als wäre sie bei medizinischen Eingriffen gestorben. Wie lange dieser Ort schon verlassen? Ja, ich meine, wir haben auch noch Körper hier gehabt. Ne? Also, ich weiß ja nur, dass das Skelett schon länger hier liegt. Okay. Es heißt ja Experimentierraum. Also zumindest da, ne, schon liegt sie schon mal länger hier. Ey, das Geräusch macht mich total fertig. Und wieder ein Kalender. Ich glaube, das ist mal der 15. Dezember 1994. Wisst ihr was? Ich werde mir dieses Datum jetzt einfach mal kurz aufschreiben. Einfach nur so mal auf Verdacht, dass das irgendwie noch irgendwas zu bedeuten hat. Ne? Wobei den 15. unterstreiche ich mir mal, was war zumindest der letzte Tag, der angestrichen ist. Da kann ja auch sein, dass der 16. mit irgendwas gemeint ist. Also ne, 15, 12, man könnte jetzt sagen, okay, 94, das wäre schon mal ein vierstelliger Code, aber wir hätten auch gegebenenfalls einen achtstelligen Code. Okay, müsste man mal gucken. Wie gesagt, kann auch sein, dass das einfach nur immer dasselbe Bild war. Und das bedeutet gar nichts. Ne, wer weiß. So. Wisst ihr was? Bei dem
verwende ich das Ding hier. Ne, gefolgt von... Ja, nehmen wir mal die Brechstange. Alles klar, jetzt sind wir allerdings auch hart angeschlagen, aber wir haben ja auch diese Dinger hier. Heilen, pling, und schon sind wir wieder topfit. Ne, nehmen Sie das Feuerzeug. Okay. Eine Reihe wissenschaftlicher Bücher. Uns fehlen zwei Bücher, beziehungsweise zwei Seiten. Okay, 9. Juli 1982. Ich habe das geheime Labor meines Vaters gefunden. Es befand sich hinter einem geheimen Durchgang in der Leichenhalle. 20. Juli 1982. Die Experimente funktionieren. Ich konnte Marias Zustand bei einem sterbenden Mann hervorrufen, dem ich ihr Blut injizierte. Ich erklärte ihn auf dem Krankenblatt für tot. Keiner wird sein Verschwinden bemerken. Er hat erste Symptome entwickelt. Wenn alles nach Plan läuft, werde ich ihm in Kürze ein erstes Gegenmittel verabreichen können. Ich ging in den Wald und suchte nach etwas, irgendwas, das mich zu meinem kleinen Mädchen führen könnte. Aber wie immer fand ich nichts. Im Morgengrauen kehrte ich zur Villa zurück und stand wie gelähmt vor der Tür zu ihrem früheren Zimmer. Ich finde keine Kraft, sie zu öffnen. Ich glaube wirklich, dass ich nicht weiterleben kann, wenn ich diese Türe öffne und ich nicht fest schlafend und sie fest schlafend in dem Zimmer erblicke. 1. Juni 87. Test Nummer 25 zeigte vielversprechende Ergebnisse, aber nur einen Moment lang. Nach 5 Minuten löste sich das Objekt in einem See aus Blut auf. Dennoch bin ich nicht entmutigt. Nach 5 Jahren des Experimentierens halte ich dies für einen Fortschritt. Okay, der ist also hier schon... Ein geraumer Zeitraum am Zeitraumen. Eine Reihe wissenschaftlicher Bücher. Also da hätten sie aber auch schenken können. Dass überhaupt irgendeine Art von Hinweis ist. Über den Leichnam wurde ein Laken gelegt. Und Blümchen, oder? Man hat Katapultblumen darauf platziert. Kann das sein, wenn wir einer dieser Zwillinge sind, und da gibt es ja viele Hinweise, die sowas tatsächlich auch ziemlich unterstützen, ne? Dann wäre das hier doch theoretisch unsere Mutter, oder? Grübel, grübel. So, was haben wir hier? Verwittert. Ich kann die Worte nicht lesen. Warum hat man einen Knopf auf dem Kopf? Kann mir da bitte einer erklären? Okay. Hier gibt's nichts mehr zu tun. Also ohne Spaß. Also für so ein Rätsel war das jetzt irgendwie... irgendwie. Ja, eine Kaskade von Geheimgängen, die wir hier haben. Und dann diese Perspektive, weißt du, so dieses, ne, hinfortgehen im Schrägen, ne, als wenn es kein Zurückkommen mehr geben würde. Und dann auch noch so lang, ne, wie der Lichtkegel immer kleiner wird, ey, voll fies. Okay. Hier ist eine Zelle offensichtlich. Ja, hier wurden für die Experimente, ne, die Leute schon mal runtergebracht. Jemand ist vor langer Zeit hinter diesen Gittern gestorben. Oh Gott, es war ein kleines Kind. Alles klar. Die Tür ist mit einem alten, rostigen Schloss versperrt. Moment mal, ich habe da spontan so eine Eingebung. Ach, guck mal eine an. Okay, allerdings, ne, bis das zu etwas führt, dauert es Tage. Ne? Also werden wir wohl nicht mehr in den Genuss kommen.
Guck mal hier. Experiment Room. Eine VHS-Band. Das ist mit Experimentierraum beschriftet. Ja, das ist doch wieder... Was ist das denn? Ist das ein Duschklo? Komisch. Ja gut, weitere Informationen haben wir hier erstmal nicht. Allerdings bringt uns das tatsächlich gehörig weiter, würde ich fast mal sagen. Zumindest im Sinne von, wir wissen, wo wir einen Rekorder haben, wo wir das Band abspielen können auf jeden Fall. Das ist halt schon mal das eine. Und was war das andere? Ja, ich meine überhaupt, dass wir hier unten angekommen sind alleine schon. Ne? Dokumente. Ja, und dann mit der Säure, das ist interessant. Ich meine, wir haben es hier jetzt drauf geträufelt. Ja, okay, was heißt jetzt Tage, bis es was bringt? Ich habe ja gerade auch schon gesagt, wir sind ja irgendwie gerade wach geworden. Und hier seit knapp 3-4 Stunden, wenn man so will. Also aus ihrer Perspektive meine ich jetzt. Ne? Und ja, die Zeit kann man jetzt nicht so messen, ne, wie in der Realität, aber... Ihr wisst, was ich meine. Okay. Ich habe gleichzeitig eine weitere Vermutung, was diesen Gang hier angeht. Und zwar hatten wir ja tatsächlich sogar innerhalb dieses Raums, ne, wo wir... Ja, mit seinem zuckenden Beinchen, ne, der macht mich total irre. Ich gehe mal hier hoch. Ist aufgesperrt. Genau, Besprechungsraum, ne? Wie ich immer so schön sage, der Kreis schließt sich. Jetzt sind wir genau da, wo wir das Videoband abfahren können. Und genau... Hier liegen unglaublich viele Taschen rum. Genau das... Ich lasse mich auch zu leicht ablenken. Genau, machen wir jetzt einfach mal. Benutzen. Wundervoll. VHS. Ne, direkt überschreiben. Spielende. Play. Auch ein schönes Ding, dass man da wirklich noch draufdrücken muss. So, wir sehen im Foto. Oh. Alles klar. Wie Spiegel laufen kann, das wissen wir ja schon, aber jetzt hupst sie auch noch durch die Leinwand. Es ist alles vollkommen normal hier, ne? Das ist, macht euch keine Gedanken. Und gleichzeitig, ne, hier sehen wir quasi die Videoaufnahme. Das ist ja interessant. Ne, das ist der Raum. Ja, das ist wirklich interessant. Das ist ja nochmal eine... Das ist ja eine Mischung jetzt aus Silent Hill irgendwie und Resident Evil 7. Voll geil. Aber wir sehen auch den Filter, den ich auch gut finde. Ne, total farblich entsättigt. So, aber worum es eigentlich geht, ist, ne, hier liegt jemand und... Dem hat jemand ja, entweder die Zähne eingeschlagen oder direkt das ganze Gesicht. Dieser Körper wurde einem medizinischen Eingriff unterzogen, an einem Ort wie diesem. Ja, das ist wohl eher ungewöhnlich. Alter. Ne, also die Tür hier ist versperrt, der Kalender. Ne, und da seht ihr, was ich meine? Ne, seht ihr, was ich meine? Wir waren vorher beim 15.12.94 und hier sind wir dann auf einmal beim... Auch den schreibe ich mir einfach mal auf. Ne, 14. war der letzte November, also 11.1980. Wir sind also 14 Jahre in der Vergangenheit, wenn man nach diesem Kalender geht und heute wirklich eben halt der 14. wäre. Diese Leiche verströmt einen fauligen Geruch. Ja, ne, voll hart eigentlich, ne, wie sie den einfach hier so drauf, Lappen drüber, fertig. Ich war jetzt gerade irritiert, ne, vermutlich ne, wieder durch den Filter, aber seht ihr das, ne, hier im Dunkeln, obwohl wir das Feuerzeug anhaben, ne, war das hier gerade richtig ekelhaft am Krisseln. So, wir gucken uns natürlich ein bisschen um. Ne, jetzt ist es natürlich interessant.
Wir wissen, dass hier hinter eine Tür ist, wo gegebenenfalls sogar noch Leute leben könnten. Guckt euch das mal an. Ich kann ja leider nicht ranzoomen. Erkennt man das? Ich hoffe ja. Das sind hier Zwillingsföten im Einmachglas. Das ist ja ekelhaft. Also nicht wegen der Zwillinge, sondern wegen der toten Föten. Also schätzungsweise toten Föten. So, wie sieht's aus? Auch hier Überreste. Fackeln. Inkubatorkamera. Kammer heißt das, glaube ich, ne? Inkubationskammer. Drüben liegt schon wieder ein offenes Buch einfach so rum. So, Punkt 4, beziehungsweise so 8. Juli 1967. Die Experimente schlagen weiterhin fehl. Alle Föten sind missgebildet. Ich habe eine Idee, wie wir mehr Testobjekte erhalten und den Prozess beschleunigen können. Aber um das zu tun, muss ich etwas Schreckliches tun und es wird unschuldige Leben kosten. Glaube daran, dass Gott uns die nötige Stärke geben wird, um unsere Mission zu vollenden. Egal, wie hoch die Kosten sein mögen. Unser Ziel ist heilig. Und ein ganz klein bisschen wahnsinnig möchte ich in den Raum werfen. So, jedenfalls dieses Möbelchen hat er halt immer noch hier stehen. Was sind das für Knochen hier am Tisch? So, was legt man doch auch nicht einfach so dahin? Pfingstrosen, Rosen oder Jasmin? Ich kann mich nie erinnern. Ich spüre Schmetterlinge, als sie mir nahe kam. Mir war kalt, als ich sie zärtlich umarmte. Ich hauchte ihr Gedichte zu. Der Schmerz, den ich empfand, als sie enttäuscht ging. Erst als sie weg war, konnte ich in den Wind schreien. Er weiß ja Bescheid, ne? Ich habe so das Gefühl, ich muss hier meinen Notizblock mal kurz rekalibrieren. Zack. Ne, weil irgendwie, glaube ich, so leicht, wie ich hoffe, jetzt nicht. So, dann haben wir dem komischen Onkel hier gerade, ich behaupte einfach mal Onkel, ne, auf den Dez getippt und dann ging die Tür auf. Wollen wir mal gucken, ob das hier auch passiert. Es passiert nichts. Alles klar, alles klar. Geh mal ganz kurz in die Richtung, beziehungsweise geh da hin, vielleicht sagt sie ja was. Sie weiß ja, dass da die Tür sein müsste. Okay, das ist doof. Das ist ja doof. Wenn ich jetzt einfach mal ganz kurz nachdenke, ne? Ich meine, irgendwann muss das ja mit dem Ding zu tun haben. In unserer Welt konnten wir auf den Knopf drücken und das Ding ging auf. Ich habe jetzt wirklich das Gefühl, das hier hat was also unmittelbar mit dem Rätsel zu tun. Und warte, ich klicke nochmal kurz durch. Jetzt wollen wir erstmal gucken, ne? Was für Knöpfe haben wir denn hier? Ne? Wir haben Kopf, also mitten einen auf der Stirn, ne? Wir haben eine am Hals, Herz würde ich sagen, Hand, Bauch. Mehr haben wir da gerade nicht. Ne? Okay, das ist einfach mal schon mal so als Tatsache, einfach mal in den Raum gestellt. Und schon glaube ich, das Rätsel gelüftet zu haben. Ne? Achtet mal auf die Sachen, die hier so zählt. Ne? Pfingstrosen. Rosen oder Jasmin spielt für uns keine Rolle. Ich kann mich nie erinnern. Erinnern macht man womit? Mit den Kappes, ne? Mit dem Bobbes. Wobei der Hintern ist, glaube ich, auch der Bobbes. Ne? Okay, warte mal. Ne? Ich schreibe einfach mal ganz kurz mit. Kopf. Ich spürte Schmetterlinge, als sie mir nahe kamen. So, Schmetterlinge im Bauch hat man auch schon mal irgendwo gehört, ne? Bauch, würde ich also sagen. Und dann ging es ja immer nur, ich guckte, ich schrie, ich winkte, ich ging. Mir war kalt, als ich sie zärtlich umarmte. Arm. Oder Hand, oder wie dem auch sei. Ich hauchte ihr Gedichte zu. Das ist dann Mund. Beziehungsweise würde ich sagen, der Hals. Also könnte auch das Ohr sein, aber da hat er ja keinen Nuppes drin. Der Schmerz, den ich empfand, als sie enttäuscht ging. Ne? Herz. Es passt einfach irgendwie sofort. Ne? Erst als ich weg war, konnte ich in den Wind schreien. Wieder Mund. Würde ich fast mal behaupten.
Ja, also ich würde den jetzt als Mund interpretieren. Ne? Kopf kann natürlich auch der sein, ne? Okay, warte mal. So, Kopf. Ne, Schmetterlinge im Bauch. Im Arm. Mund. Herz. Mund. Ja, Leute, ich fühle mich wieder total clever. Ja, okay, das sowas freut mich immer. Ne? Wenn ich recht habe, ich stehe drauf, wenn ich recht habe. Los. Ne, so ist der Geheimgang doch viel besser. Spiegel guckt, oder? Who are you? You don't seem to be one of them. One of them? What are you doing down here? My grandfather and those men in suits locked me down in this cell. Please, miss, you have to help me get out of here. Of course I'll help. Stay calm, okay? Everything will be all right. I promise. Okay, miss. Where are your parents? My father is on a business trip. He should be back in a couple of days. And my mother was also captured by those men. I'm so sorry. I'll get you out of here. First, we need to find a way to open the door. What do you plan to do, miss? Those men in suits took the key with them, and I don't think it's a good idea that you get close to them. I'm sure there's a way to get the lock off without using the key. Please hurry. There isn't much time. We need to save Mother. We'll get you out. Just wait a little longer. Ja, und auf einmal macht das Ganze sogar alles ein bisschen Sinn irgendwie, ne? So. Moment. Ui. Ich meine, wie gesagt, total makaber, dass die hier... Oh, alles klar. Genau das habe ich mir gerade gedacht, als die Sequenz hier lief. Ne? Wird Zeit, mal wieder so einen Tonmann findet hier. So, wir sind in der Vergangenheit und wir haben das Rätsel ja im Grunde schon gelöst. Allerdings in der Gegenwart, ne? Und jetzt würde ich sagen, wenn wir jetzt hier hingehen... Ne, ist es zwar nicht sofort auf, aber wenn wir kommen, also wieder zurückgehen, dann müsste das ja eigentlich durch sein. Das haben wir doch auch mal schon mal irgendwo in irgendeinem anderen Spiel gehabt, oder? What have you done to the lock, miss? I poured some acid on it. The metal will eventually dissolve, but it will take some time. Ja, das würde bedeuten, wenn ich jetzt mehrere Tage niemand füttern kommt hier irgendwie unten, ne, dann hast du vielleicht Glück, ne, und bist nicht zu schwach. Um dann das durchgenudelte Schloss hier wegzubrechen, Mädchen. Ach Gott, ja, Game-Logik, ne? Aber okay, komm, machen wir weiter. I only hope that the acid works fast. There's almost no candle left. Ich glaube, die Kerze ist weg, bevor das hier angefangen hat zu überhaupt reagieren mit dem. You have to be patient, little one. Sooner or later the lock will fall apart. For now, the best we can do is wait. Andererseits hast du da diese Pistole zum Beispiel oder dieses Brecheisen im Inventar. Du könntest da ein paar Mal richtig ordentlich draufzimmern und ich behaupte einfach mal, so ein Schloss, das fällt so auseinander, wenn man da mit einer Brechstange draufprügelt. Thank you, miss. Aber so geht's ja auch. I'm Anna. Anna Wildberger. I live here in the hospital with my parents and my sister. Have we met before? Your face seems familiar, but I'm sure we've never seen each other before. Do you work in the hospital? Was ist das für eine Frage von ihr? Also ich meine, sag mal, sind wir auch schon mal über den Weg gelaufen? Sie ist doch gerade durch eine Leinwand in einen Film in vor 14 Jahren
Sag mal, kennen wir uns? Wobei man jetzt wieder sagen müsste, ne? Verschwörungstheorien. Wenn das wir wären, hier rein theoretisch, ne? Müssten wir uns aber daran erinnern, oder? Normalerweise. Außer es wird noch plausibel erklärt, warum das genau nicht der Fall ist. No, but I have this photograph. Are you one of these girls? What? Why do you have this photograph? I don't know, but I'm trying to figure it out. It was mailed to me a few weeks ago. A few weeks ago? My father took that photo yesterday morning, just before he left for his trip. Why are you lying to me? Okay. Ich komme aus der Zukunft, ne? Back to the future. Okay, Moment, ich gucke gerade auf die Aufnahmezeit, ne? Ich sollte die faxen lassen. Warum lügst du mich an? I swear I'm not lying. I'm telling the truth. What do you want from me? I just want to help you get out of here. I'm not talking to you anymore. That acid was probably another lie to fool me. You never wanted to help me get out. Anna, you have to listen to me. I need you to trust me. I am your friend. I don't want to talk to you anymore. Anna, listen to me. Ne, wobei ich finde das immer wieder lustig, ne? Diese, wie soll man sagen, diese selbstbewussten Kinder, egal ob Spiele, Hörspiele, Filme oder sonst was, ne? Dieses, wie nennt man das dann, neunmal klug oder so, ne? Die dann aber auch immer recht haben und solche Unterhaltung überhaupt schon führen, ne? Eigentlich müsst ihr die da pissend und scheißend zusammengekaut in der Ecke sitzen und heulen. Naja, wir allerdings auch, ne? Nachdem was wir alles schon hier erlebt haben. Also ich meine, die haben uns gerade eben, also vor ein paar Stunden, das Auge entfernt. Okay, wir haben Säure auf das Ding da drauf gekippt. Wir haben die Information gesammelt, glaube ich. Liegt hier noch irgendein Werkzeug oder will sie noch irgendwas hier... Na, da ist zu. Wasser geht auch nicht. Ja, jetzt ist die Frage, ne, wie kommen wir wieder raus? Vielleicht, indem wir die Aufnahme beenden. Also die Aufnahme hier, nicht die Let's Play-Aufnahme. Und wir sind tatsächlich wieder hier. Und ich bin tatsächlich gespannt, was da unten im Keller wohl jetzt passiert sein mag. Ich meine, sie lag ja als Skelett da unten, also rein theoretisch. Aber wir haben ja jetzt eventuell die Vergangenheit beeinflusst, ne, wenn ich das richtig sehe. So, Moment. Moment, Moment. Mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Nähzimmer, wir sind hier, ja, Leute, ne? Wir müssen quasi ne, die Zeit drängt. Ne, und ich bin auch unglaublich froh, dass wir dieses Ding da gefunden haben, dieses Aufnahmeband. Denn genau jetzt werden wir genau dieses verwenden müssen. Allerdings. War das hier das Nähzimmer? Nein. Aber das erwartet uns auch noch, ne? Hier, stimmt, stimmt. Ne, die Hebebühne. Warum will ich zu dem Aufnahmeding immer Farbbande sagen? Würde ich schon sagen, seht ihr das Ding hier oben im Bild? Das ist jetzt gerade, ne, das... Da habe ich mich schon wieder zusammengezuckt. Okay, ich meine, natürlich würde ich bei so etwas nie zusammenzucken. Korridor. Warum sind wir hier nicht eingezeichnet? Dass man da so ein bisschen besser die Orientierung hat. Ne, also hier sind wir nicht. Wir sind hier rausgekommen. Wir müssen also, wenn wir aus die... Ne, da links. Schlafzimmer. Okay, das hier wird wohl das Schlafzimmer sein. Die mit dem nervösen Finger. Ich
Genau, hier ist das Nähzimmer. Wunderbar. So, hier im Nähzimmer können wir speichern. Deswegen nehme ich schon mal im Vorfeld, würde ich sagen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr beim nächsten Mal natürlich auch wieder mit dabei seid. Den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und ja, mir vielleicht auch mal ein paar nette Worte in die Kommentare schreibt. Ne? Was haltet ihr von dem Spiel? Also es wird ja so ein bisschen angepriesen, ne, als ne, das Retro-Horror, ne, ist zurück und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Riesenfan von dem damaligen Silent Hill und Resident Evil, ne, es reiht sich tatsächlich bei mir so ein bisschen mit ein. Ich weiß jetzt nicht hier, wie das zum Beispiel mit dem Wiederspielwert aussieht, wenn man einmal Bescheid weiß, was hier zu tun ist. Aber so der direkte Vergleich, also ich meine, hier gibt es ja richtig was zu tun. Wir haben ja so viele Sachen und Gegenstände. Ne, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar eigentlich mit den beiden anderen. Aber ich mag dieses Genre irgendwie. Für mich ist das einfach so die Erweiterung auch von so einem Point-and-Click-Adventure, wenn man so will. Nur mit Kampfeinlage. Ne, also ich bin fasziniert von der Grafik, von dem Gameplay. Ne, ich will noch viele dieser Spiele haben. Sag ich einfach mal so. Ne? Wie sieht aber euch aus? Was haltet ihr davon? Ne? Also Jumpscares, Schreckelemente, alles ist da. Ne? Ambiente. Ich meine, über sie und ihr Mini-Röckchen kann man jetzt so ein bisschen schmunzeln oder sowas. Ich meine, ich finde es halt schick und sexy. Wer will das nicht die ganze Zeit sehen? Ne? Und mir ist auch tatsächlich sie, also so eine normale Person, sage ich mal, lieber, als wenn man irgendwelche bewaffneten Spezialeinheiten hat. Ne? Das erwähne ich, glaube ich, in jedem einzelnen Display, weil ich spiele. Ne, aber mich würde mal interessieren, was haltet ihr davon? Ne? Schreibt es mir in die Kommentare. So, ne, also gleich nachdem ihr ne, meinen Kanal abonniert habt und den Daumen nach oben gegeben habt. Ne, und ich drücke jetzt mal hier drauf. Ne, es hat mal wieder einwandfrei gepasst. Wir benutzen ein Fahrband. Vielleicht kriegen wir ja eine Information jetzt nach dieser Kellergeschichte. So, wir sind auch tatsächlich schon einigermaßen dran hier, ne? After going through that strange projection, I found myself in a place I'm sure I've been before. But it was different, as if it was the same place at another time. It gave me a feeling I didn't belong. I discovered something terrible. A young girl locked in a cell. Who could do such a horrible thing to a child? There is a robust lock holding the cell door. I don't think I'll be able to locate the key, so I should find another way to open it. I have to get her out of there. Ja, und was wir genau da unten im Keller bewirkt haben, ne, das sehen wir dann im nächsten Part, ne, im nächsten Video von Tormented Souls. Ja, ne, ich bin der Chris von I Am Corgan. Sie hier ist Caroline oder Caroline. Die Caroline. Die Panzersteuerung fasziniert mich. Okay, kurz und schmerzlos, ne? Bis dann.